Die Morgensonne fällt auf unser Wanderhotel, den Lumberger Hof in Krähen und den dahinterliegenden Aggenstein. Es ist blauer Himmel und laut Wetterbericht soll es sehr heiß werden. Ich will hoch über den Vilsalpsee zum Jubiläumsweg und wäre gern früh gestartet. Doch leider fährt der erste Wanderbus, der mich an den Vilsalpsee bringen wird, erst gegen 9 Uhr in Krähen ab. Also warte ich brav um 9 Uhr in Oberkrähen an der Bushaltestelle und bin dadurch erst gegen 9:30 Uhr am Vilsalpsee, wo es um diese Zeit noch relativ ruhig zugeht. Im ruhigen Wasser des Vilsalpsees spiegelt sich die Uferlinie und die umliegenden Gipfel. Immer am westlichen Ufer entlang erreiche ich das hintere Ende des Sees und damit die Vilsalpe. Hinter ihr erhebt sich das Kugelhorn gegen den blauen Himmel. Dort oben verläuft der Jubiläumsweg. Direkt hinter der Alm beginnt der Anstieg. An der weitgehend schattenlosen Flanke des Geißhorns geht es im Zickzack schweißtreibend steil nach oben. Aber irgendwann ist es dann geschafft und ich treffe in rund 1800 Metern Höhe unterhalb des Rauhorns auf den Jubiläumsweg, der hier vom Geißeckjoch herunterkommt. An der Flanke des Geißhorns entlang geht der Blick über den Vilsalpsee hinweg auf die umliegenden Gipfel. Durch die Schotterflanke des Rauhorns steigt der Weg jetzt auf rund 2000 Meter zur hinteren Schafwanne empor. In
In dieser Höhe blühen noch Vergissmeinnicht und Alpenrosen. Die hintere Schafwanne ist der Sattel zwischen Rauhorn und Kugelhorn. Hier geht der Blick nicht nur am Rauhorn vorbei zum Vilsalpsee, sondern auch in nordwestlicher Richtung über das Hintersteiner Tal hinweg weit ins Allgäu hinein. Richtung Süden erkennt man nicht nur, wie der Jubiläumsweg an der steilen Flanke des Kugelhorns herumführt, sondern bereits schon den Schrecksee, meinem nächsten Ziel. Die Gipfel der Allgäuer Alpen, das Hintersteiner Tal und wieder die Schafwanne mit dem Rauhorn. Der Jubiläumsweg verlangt hier Trittsicherheit. Der rund 1800 Meter hochgelegene Schrecksee mit seiner charakteristischen Insel. Am linken Bildrand jetzt der Kirchendachsattel, dort werde ich den Jubiläumsweg verlassen müssen. Zwischen Kirchendachsattel und Kastenjoch. Tief unten der Vilsalpsee und ganz hinten der Aggenstein. Am Kastenjoch treffe ich auf den Saalfelder Höhenweg, der über die Landsberger Hütte und die Strindenscharte weiter bis zum Haldensee führt. Und jetzt sehe ich sie auch unter mir. Die Landsberger Hütte, daneben die Lache, der kleine See, sowie die Schotterhänge der Lachenspitze. Von der Landsberger Hütte zum Traualpsee herunter ist der Beginn eines Abstiegs über rund 650 Höhenmeter. Das geht nach einer langen Wanderung ganz schön in die Beine. Nach einer Tour von gut 8 Stunden liegt der Vilsalpsee jetzt wieder unter mir. Aber der Abstieg zieht sich. Zieht sich so sehr, dass ich vom letzten Bus nur noch die Rücklichter sehe und ich mich abholen lassen musste. Deshalb ist eins sicher: Das nächste Mal fahre ich mit dem Auto an den See.